Ja, seid gegrüßt, Leute. Ja, eigentlich hatte ich heute vor, eine Zweitageswanderung zu machen. Aber erstmal ist das Wetter nicht so, spielt nicht so mit. Und bin auch leicht gesundheitlich angeschlagen, also ein bisschen Erkältungssymptome, oder Schnupfen, Husten. Da habe ich mir gedacht, ach, gehst du so raus, machst dir ein paar schöne Stunden im Wald. Und das reicht dann auch. Ja, und da habe ich mir überlegt, dann gehe ich doch nochmal zum Camp. Das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Ich wollte es ja nochmal aufräumen. Dann werde ich gleich erstmal hier in den Tarp spannen. Und dann werde ich mich ans Camp begeben. Aber ich habe das ja gerade schon gesehen und dachte, ups, was ist hier denn passiert? Ja, schaut mal selbst. Hier war jemand und hat hier dran rumgebastelt. Weil so war das damals nicht, beim letzten Mal. Ein Dach gebaut mit Moos. Ja, ist aber auch wieder zusammengefallen. Ja, und dann war ich gerade überlegen, ja, was soll ich machen? Soll ich es demjenigen überlassen? Aber ich habe zum einen gesehen, hier hat er so ein einfaches Seil genommen, ja, so ein Gummiband, was hier in der Ecke lag, Müll. Hier auf dem Boden liegt auch so ein Seil. Da denke ich mal, das würde kein Vernünftiger einfach so liegen lassen. Ja, und dann ist mir die eine Fichte hier aufgefallen. Ich zeige euch das mal. Da. Also ich glaube, hier hat einer ein bisschen rumgewütet. Und bis hier, wo hier der ganze Harz rauskommt, ist glaube ich auch nicht so ohne. Befürchte ich. Da hat irgendein Idiot mit der Axt oder mit dem Messer drauf rumgehauen. Hier an dem auch. Ah. Aber da habe ich mich entschieden, ich räume das Ding jetzt hier auf und fertig. Ja, gut, da gehe ich wieder da hinten hin, baue erstmal das Tarp auf, damit meine Klamotten trocken bleiben, wenn es richtig anfängt zu regnen. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich vernünftig, weil ich wollte jetzt mal bei diesem Wetter mal ausprobieren, wie das ist mit meiner Actioncam. Ich habe da auch kein extra Mikro oder so. Und meine andere Kamera, die ist halt nicht wasserdicht. Und wollte ich mal schauen, wie das mit der meiner Actioncam ist, sowas zu machen. Ob das qualitätstechnisch in Ordnung ist. Also wenn es nicht ganz so gut, toll ist, müsste mich entschuldigen. Dann werde ich das nächste Mal wieder anders machen. Aber jetzt wird das erstmal mit dieser Kamera passieren. So, wie gesagt, ich baue jetzt erstmal hier mein Tarp auf und dann geht es an den Abriss und die Aufräumarbeiten. Ja. Bis denn.
So, Tarp ist aufgebaut. So, und dann geht's jetzt an der Arbeit. Baue ich das Zeug weg. Ja. Naja, so ein bisschen tut's weh. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Fichten hier auch nicht mehr allzu lange leben werden. Im Moment sehen sie noch ganz okay aus, aber hier sind aber viele schon so kaputt. Da denke ich mal, wird denen leider auch das gleiche Schicksal erleiden. Besonders wenn da so ein Idiot dran rum haut mit der Axt. Achso, hier auch zufällig, habe ich nicht gesehen. Ja. Da, der hier relativ frisch abgerissen und auch mit der Axt. Das sieht man ja an den Resten hier. Also ich weiß nicht, was das für ein Idiot war. Na gut, ich leg dann jetzt mal los. Natürlich nicht, ob man das sieht. Schon ziemlich dunkel, aber ich hab's fertig. Ne, ich glaube, ich hole meine Lampe raus. So, nochmal. So, ihr seht, ist alles so weit weg. Ein bisschen liegt hier noch rum, ein bisschen verteilt. Denke mal, dass es so in Ordnung geht. Was aber hier denn? Hier ist noch Draht. Ja, ich habe auch versucht, die ganzen Bänder, obwohl das Naturbänder waren, zusammenzusuchen. Und das Zeug, was der auch benutzt hat, das nehme ich dann jetzt alles mit. Dass das auch nicht hier rumfliegt. Ja, jetzt gehe ich jetzt meinen Tab erstmal zurück. Genau. Ja. Jetzt sitzt sie wieder unter meinem Tarp. Es wird so langsam ein bisschen mehr mit dem Regen. Hält sich aber noch in Grenzen. Ja, wie ich euch gezeigt habe, habe alles weggeräumt. Naja, tut schon ein bisschen weh irgendwie, aber was will ich machen, ne? Ich denke mal, dass ich sowas auch nicht wieder machen werde. Ich werde mir die Stellen suchen, irgendwo mal, wo ich mich so niederlassen kann. Also sprich, einen Tarp aufbauen und dann da dann bleiben, aber richtig was bauen mache ich nicht mehr. Ne, habe ich keine Lust für oder dazu, dass schon wieder jemand das findet und dann anfängt Mist zu machen. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich werde mir jetzt noch was Nettes zu essen machen und irgendwann dann mal wieder nach Hause gehen. Aber vorher werde ich das hier alles schön noch genießen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, ciao. Euer Andreas vom Camp Cossi.